Es gibt endlich News. Der Start unserer Weltreise 2.0 steht fest. Wo genau es hingeht, wann genau wir starten, das erfahrt ihr jetzt hier in diesem Video. Aber diesmal suchen wir uns eine etwas nicere Location dafür. Eigentlich hatten wir mega die coole Videoidee mit so einem schönen Fahrradausflug bei Sonnenschein. Aber das Wetter macht uns einen Strich durch die Rechnung. Aber dafür sind wir hier gerade an unserer alten Wohnung vorbeigefahren. Und wir fahren auch hinten ins Feld und erzählen euch von unserem Plan, weil dieses Feld, wo wir gleich hinfahren, das hat eine ganz besondere Bedeutung für uns. Alle, die neu dabei sind, müssen wir ja einmal kurz erklären, warum eigentlich Weltreise 2.0. Also wir waren schon mal auf Weltreise und zwar 15 Monate lang. Die ersten 6 Monate in Mittel- und Südamerika und danach in Südostasien, in Japan und in Nepal. Und jetzt sind wir eben gerade für einen Zwischenstopp in Deutschland, bevor es dann auf Weltreise 2.0 geht. Aber eigentlich trifft sich das ganz gut, dass wir heute wieder hier in diesem kleinen Feld sind, weil hier wurde die ganze Idee von der Weltreise auch geboren. Weil während der ganzen Corona-Lockdowns war das so ein bisschen unsere Spaziergehstrecke. Und da haben wir das erste Mal darüber geredet, vielleicht eine längerfristige Reise zu machen. Und dann ein paar Wochen später haben wir gesagt, komm, machen wir doch mal 6 Monate. Wieder ein paar Wochen später war dann irgendwann mal von der Weltreise die Rede und dann davon, dass wir unsere Wohnung kündigen und die Jobs und so weiter. Und haben dann ganz viel darüber geredet, was wir so machen wollen. Also ja, Horst hat immer mega viel recherchiert zu der Zeit, immer nachts. Und dann sind wir immer tagsüber hier spazieren gegangen und er hat mir alles erzählt und seine Ideen vorgestellt und so. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein besonderer Ort mit ganz vielen Erinnerungen für uns. Ja, und jetzt sind wir wieder hier vor unserer Weltreise 2.0 und erzählen euch, was wir dann so vorhaben. Unser ursprünglicher Plan war so, dass wir ungefähr 2 bis 3 Monate hier in Deutschland verbringen wollen, um eben den deutschen Sommer mitzunehmen, der bisher auch schöner war als jetzt gerade zum Glück. Und ja, jetzt sind wir schon 3 Monate wieder zurück, sind immer noch hier. Warum ist das so? Das liegt eigentlich in erster Linie an den Flugpreisen. Also wir haben relativ schnell, nachdem wir in Deutschland waren, wieder geschaut, wie teuer denn die Flüge sind dahin, wo wir dann eben hin wollen. Und das war sehr, sehr teuer. So im Juli und auch noch Anfang bis Mitte August für uns leider wirklich nicht bezahlbar. Und deswegen dauert das Ganze ein bisschen länger. Wir wissen auch nicht genau, woran das liegt. Also es sind zum einen halt hier Ferien jetzt in Hessen und auch in anderen Bundesländern. Es ist natürlich Inflation. Wir haben ein One-Way-Ticket, was oft ja auch ein bisschen teurer ist. Und es ist auch Hauptreisezeit da, wo wir hinwollen. Vielleicht ist es ein Mix aus alledem. Ja, deswegen geht es jetzt los am 24.08. mit dem Zug nach Berlin. Und von Berlin aus fliegen wir dann am 25.08. nach Trommelwirbel. Indonesien. Und ich hoffe, jetzt ist niemand enttäuscht, weil wir hatten vor 3-4 Wochen eine Umfrage auf YouTube gemacht, wo wir gefragt haben, was ihr denn glaubt, wohin wir als nächstes fliegen. Und ich glaube, 60% haben Afrika gesagt, was natürlich nur Sinn macht, weil wir während unserer ersten Weltreise noch nicht in Afrika gewesen sind. Und das holen wir auf jeden Fall auch nach. Wie konkret das aussieht, das wissen wir selbst noch nicht ganz genau. Wir haben auf jeden Fall 2-3 Länder dort auf der Bucketlist und wollen das unbedingt mitnehmen. Aber das passt auch gerade mit den Reisezeiten nicht so gut. Von daher heben wir uns das für später auf. Erstmal geht es nach Indonesien. Ja, und warum jetzt nochmal Indonesien? Wir waren ja schon mal da, wir waren sogar schon mehrmals da zusammen. Und es ist einfach eins unserer Lieblingsländer. Also wir haben uns beide da immer super wohl gefühlt. Es ist einfach ein super schönes Land und deswegen wollen wir da nochmal hin. Und zum Zweiten ist es halt auch so, Indonesien ist ein Inselstaat. Es gibt 17.000 Inseln und dementsprechend viel zu sehen. Und wir werden auch Inseln und Destinationen bereisen, die wir halt noch nicht kennen, die ihr dann auch noch nicht von uns kennt. Also es werden auf jeden Fall neue Eindrücke entstehen. Und zum Dritten, was auch nicht ganz unwichtig für uns ist, ist in Indonesien noch Trockenzeit. Voll für mich. Ja, also vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, Horst ist mega wasserscheu. Deswegen passt eigentlich gerade in Indonesien alles für uns ganz gut zusammen. Und wie es danach weitergeht, das wissen wir noch nicht.
wir haben ein paar Ideen, also ich habe ein paar Ideen, ein paar Länder, ein paar Regionen, die wir noch nicht gesehen haben, aber gebucht haben wir da jetzt noch nichts, wir lassen uns ein bisschen treiben. Das ist auch so ein Learning, was wir hatten, so aus der ersten Weltreise, da hatten wir sehr viel schon durchgeplant oder zumindest eine genaue Vorstellung davon, was wir sehen wollen und haben manchmal auch so ein bisschen selbst die Flexibilität dadurch genommen und das wollen wir jetzt alles nochmal ein bisschen offener gestalten, ein bisschen spontaner unterwegs sein. Das heißt nicht, dass wir keine Ideen und Pläne haben. Ich habe schon viele Pläne. Also, hat wieder viel recherchiert und geplant. Aber es ist jetzt nichts gebucht, abgesehen von dem einen Hinflug nach Indonesien. Und zum Abschluss vom Video wollen wir uns nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, die ihr so zahlreich die Videos geschaut habt, obwohl wir ja gerade gar nicht auf Reisen sind. Vor allem das Weltreise-Doku-Video hat jetzt 50.000 Aufrufe fast. So viel hatten wir noch nie, das freut uns extrem. Und es sind auch viele neue Abonnenten dazu gekommen, gerade richtig quasi, vor dem Start unserer Weltreise 2.0. Also tausend Dank an euch alle. Und wir haben jetzt auch einfach Bock, wieder loszuziehen. Also wir sitzen auf gepackten Koffern, wir haben wieder Reiselust, wir wollen wieder vloggen, euch mitnehmen auf Instagram, auf YouTube, Blogbeiträge schreiben und so weiter. Also wir können es kaum abwarten. Wir freuen uns riesig auf Indonesien und sehen uns dann nächsten Samstag wieder. Macht's gut, ciao, ciao. Bis dann, ciao, ciao. Ciao. Darf ich vielleicht den Anfang sagen? Wir waren schon mal auf unterwegs zu sein, wegzupacken. Also ich hab hier ein Display nicht umgedreht. Ich will den Display vergessen. Warum fokussiert er denn nicht? Also erkennt er mein Gesicht gerade? Also ist doch jetzt genauso dunkel. Ach komm, scheiß drauf, wir nehmen es auf.